Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jurassic Park Nachbauprojekt. Und diesen Anfang haben wir ja in der ersten Folge gebaut. Und ich muss sagen, wenn ich den jetzt so im Nachhinein angucke, ist der schon ziemlich, ziemlich gut geworden. Ich habe das sogar hier vorne relativ gut mit den Felsen und sowas gelöst. Es gibt aber noch einige Dinge oder ein paar Dinge, die ich hier im Eingangsbereich ein bisschen anpassen möchte. Aber das sind nur so minimale Sachen. Ich bin unter anderem zum Beispiel am Überlegen, ob wir nicht hier noch ein bisschen Beleuchtung einbauen, was ganz cool, glaube ich, bei Nacht wäre. Oh, das geht gar nicht hier, sehe ich gerade. Weiß gar nicht, wie das ist hier mit den Lampen. Oh, die ändern sogar das, den Boden und sowas. Uff, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das mache. Also das könnte ich ausprobieren. Ich glaube, das könnte ganz cool bei Nacht aussehen. Wir können ja ganz kurz einmal Nacht anmachen und schauen uns das mal an, wie das so grob aussehen würde. Ist natürlich schon nice, ne? Also im Originalfilm ist es, glaube ich, nicht beleuchtet. Da sind keine Lampen, aber ich glaube, wenn man das hier vernünftig alles umleuchtet, wäre das schon cool. Und ich glaube, so ein bisschen eigenen Touch hier einzubringen, ist vielleicht nicht verkehrt. Ich meine, das ist ja auch nur so eine minimale Sache, ne? Man könnte hier halt einmal quasi komplett drumherum beleuchten. Ich platziere das gerade nur einfach zum Testen, ne? Es sieht schon cool aus. Oh, okay. Aber die Dinger schweben teilweise. Seht ihr das? Das ist ja doof. Okay, ich glaube, damit fällt das sogar weg. Weil das ist mir dann zu anstrengend, wenn die dann blöd rumschweben. Das schwebt doch, oder? Bilde ich mir das jetzt ein. Sieht nicht so aus, als wenn das mit dem Boden connected wäre. Wieder schon. Hier auch. Hier auch. Der schwebt auch. Okay. What is happening? Der schwebt auch. Der ist auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Der schwebt auch. Hier sieht man es am deutlichsten. Ah, okay. Das würde also echt zu Problemen führen hier. Ich würde sagen, ich schreibe es einfach mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob wir uns hier noch die Mühe machen sollten, das Ganze zu beleuchten. Wir müssen ja auch an sich nichts übertreiben. Wir könnten zum Beispiel hier einmal rumbeleuchten und vielleicht mal hier links und rechts vom Weg so die ein oder andere Lampe machen. Ich finde es rein theoretisch gar nicht schlecht vom Optischen, aber ich weiß halt nicht, ob das zu sehr zu Schwierigkeiten führt. Wie gesagt, schreibt es einfach am besten mal eben in die Kommentare und dann kann ich das ja im Nachhinein noch machen. Ich werde das Ganze gleich neu laden und dann beginnen wir. Aber bevor ich das jetzt mache, würde ich sagen, lösen wir mal das Gewinnspiel von der letzten Folge auf. Da haben richtig, richtig viele mitgemacht. Und ich würde sagen, ich blende jetzt einfach mal den Siegerkommentar ein. Herzlichen Glückwunsch an wen auch immer, weil ich werde den jetzt noch nicht ziehen. Ich werde den so spät wie möglich ziehen, damit noch möglichst viele Leute die Chance haben, hier mitzumachen. Deswegen werde ich das erst später im Schnitt dann einfügen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Du hast das DLC von Jurassic World Evolution gewonnen, das Return to Jurassic Park DLC. Beziehungsweise einen Gutschein im gleichen Wert deiner Wahl. Schreib mir am besten einmal im Discord. Der Discord-Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann erhältst du auf jeden Fall deinen Preis von mir. So, aber jetzt machen wir weiter. Und ich würde sagen, wir machen hier noch so ein ganz paar minimale Änderungen. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein bisschen mit dem Zeichnen-Tool rumspielen. Und dann müssen wir eigentlich schon wieder in Photoshop gehen und ein bisschen planen, würde ich fast sagen. Ich weiß gar nicht, ob das Ding hier nicht zu weit nach vorne geht. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob das nicht realistischer wäre, wenn das Ganze nur bis hier geht. So, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt hier auf dem Screenshot. Ihr seht ihn jetzt ja gerade auch. Ich glaube, wenn wir es ganz realistisch haben wollen, dürfen wir das gar nicht so abrunden, wie ich es hatte. Ich hatte das halt wegen dieser Mauer hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Also hier ist halt eine Mauer. Ich dachte halt, das wäre irgendwie ein Weg oder sowas. Aber ich glaube, der Weg geht eigentlich nur so eckig ein kleines Stück hier rüber. Also so in der Form. Und dann geht hier quasi schon dieser Erdweg los. Also ich glaube, wir sollten hier gar nicht abrunden und eigentlich nur so ein kurzes Stück Weg vom Helipad abgehen lassen und dann sozusagen direkt diese Dirt Road. Ich glaube, das wäre am realistischsten. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Hier vorne habe ich das jetzt geändert und hier noch so ein paar andere Sachen übergepinselt, so ein paar Übergänge gemacht, dass hier mal so ein paar braune Stellen zwischen sind, dass hier mal so ein paar sandige Stellen am Ufer sind. Hier vorne habe ich das nochmal so ein bisschen angepasst. Alles sind alles so minimale Sachen. Ich denke mal, die muss ich nicht alle für euch reinschneiden. Bin jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Man sieht ja noch diese Mauer, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Die könnte man natürlich jetzt auch noch mit so einem Zaun zum Beispiel nachstellen. Aber der Zaun ist, glaube ich, einfach zu krass. Also der passt da nicht so ins Bild. Deswegen denke ich mal, lassen wir die Szene so. Ich bin schon sehr, sehr zufrieden damit. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal in die Planung gehen und sozusagen die nächste Stelle planen. Das wird nämlich die Schleuse, die dann irgendwo hier vorne hinkommt. Und da sind wir wieder in der Planung und ich wollte euch nochmal eben eine kleine Sache zeigen, die mir gerade aufgefallen ist. Nämlich hier
neben meinen roten Punkten jetzt. Ich zoome mal ein bisschen ran für euch. Seht ihr da die Punkte? Ich glaube, das sind auch so Landeplatzlichter. Also es wäre gar nicht so unrealistisch, wenn wir hier Lichter um unser Helipad noch irgendwie herumbauen. Weil im Echt sind halt auch Lichter vorhanden. Ich glaube, das haben auch solche Helipads an sich. Allerdings könnten wir die nicht so auf dem Helipad direkt platzieren. Das würde leider nicht funktionieren, weil die Möglichkeit in Jurassic World Evolution leider einfach nicht vorhanden ist. Aber ist ja auch egal. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr diese Lichter dann noch wollt oder nicht. Das werde ich dann euch überlassen. Wir machen jetzt mit der Planung weiter. Wir gehen jetzt als nächstes, nehme ich erstmal zu diesem Weg bis zur Schleuse über. Hier sehen wir, hier vorne ist der Heli-Landeplatz. Und hier geht es dann um so eine kleine Rechtskurve vom Jeep aus gesehen, also von Fahrersicht aus gesehen. Und das geht dann bis zu so einer Schleuse. Und man sieht hier ganz gut, also hier ist noch der Helikopter, sorry, hier ist der Helikopter. Und man sieht ganz gut, dass die Distanz zu dieser Schleuse wirklich gar nicht mal so groß ist. Und was man hier auch noch sieht, die Schleuse ist auf jeden Fall mit diesen Stromzäunen. Ich glaube, die gibt es ja auch in-game, ungefähr diese Zäune. Was ich euch aber jetzt schon mal sagen kann, wir können den Zaun auf jeden Fall nicht höher machen als die Schleuse an sich. Also man sieht ja ganz klar hier, dass dieses Stück hier noch über dem Tor an sich ist. Und das ist leider nicht machbar, weil wir können den Zaun leider nicht höher bauen als die Tore. Deswegen wird das bei uns alles auf einem Level sein, aber das ist ja halb so wild. Ich kritzel hier schon wieder rum. Sehr, sehr witzig. Ja, das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal so eine kleine Rechtskurve machen und dann werden wir die Schleuse bauen. Was mir auch noch auffällt, wir müssen hier noch ganz viel Landschaftsbearbeitung machen. Das hat man... Wartet mal, das fällt mir gerade mal auf. Also hier sieht man das halt nicht auf dem Screenshot. Hier habe ich das ja noch relativ flach, aber hier vorne geht es dann echt steil hoch auf der Seite. Auf dieser Seite habe ich das ja schon so ein bisschen angepasst, weil da sieht man das. Aber hier sieht man ganz gut, dass das Ganze auch hier relativ schnell hoch geht. Also hier ist alles sehr, sehr bergig um den Weg herum. Das muss ich auch auf jeden Fall noch machen. Und die Schleuse muss halt wirklich gar nicht so weit weg sein. Also wir werden jetzt so eine kleine Rechtskurve machen und dann mal ein bisschen die Landschaft anpassen. So Leute, ihr seht schon, ich bin hier gerade am Glätten und schon mal Platz schaffen. Weil erstmal soll hier ruhig alles an Wald und so weg sein, damit wir das auch dem Film so gut wie es geht anpassen können. Das hier vorne gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Aber wir müssen hier natürlich auch noch viel mehr Berg machen. Also ich glaube, wir müssen auch hier den Wald nochmal sehr, sehr weit entfernen oder sehr weitläufig entfernen. Machen wir erstmal hier im Hintergrund oder hinter dieser ersten Baumreihe den Berg mal weg, oder die Bäume weg, damit wir da den Berg hinter anpassen können. Wobei ich wahrscheinlich schon hier vorne den Berg anpassen müsste, damit es realistisch ist. Das Problem ist halt, wir können leider nicht so steile Klippen bauen, wie es im Film eigentlich der Fall ist. Aber wir machen jetzt mal die Rechtskurve. Ich glaube, wir müssten schon direkt hier eigentlich fast rechts gehen, damit das einigermaßen realistisch ist. Ich werde natürlich für euch wieder oben rechts die Screenshots anzeigen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ich habe immer gerade Sorge bei den Handy-Usern, dass ihr das nicht so gut seht. Aber ich will es auch nicht zu groß machen, weil das sonst einfach sehr viel verdeckt. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Versucht halt immer so ein bisschen den Kompromiss zu finden, dass alle damit glücklich sind. Ist halt nicht so einfach. Das Problem ist halt, dass ihr keine zwei Bildschirme habt, die ich für euch übertragen könnte. Das wäre dann alles einfacher. Aber ich denke mal, das ist schon eine ganz gute Lösung so. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so gut wie es geht für euch zusammenzuschneiden. Sodass ihr relativ glücklich damit seid. Wenn wir dann hier den Berg so ein bisschen anheben, dann könnte das schon fast wie beim Original sein. Und hier vorne würde dann irgendwo die Schleuse eigentlich schon fast kommen. Also dass wir die Schleuse dann, ich markiere das jetzt mal hiermit, hier hin machen. Was meint ihr? Ich glaube, das könnte echt passen. Ich glaube, das könnte schon ganz gut hinkommen. Also der Wasserfall wäre dann ungefähr auf dieser Höhe. Hier der Helikopter. Ganz perfekt können wir es nicht machen, aber ich glaube, es ist schon gar nicht so schlecht hier, wie wir das gerade geplant haben. Wenn wir mit dem Winkel vielleicht noch so ein bisschen so drehen in diese Richtung, dann ist das, glaube ich, ganz nice. Das ist jetzt alles, wie gesagt, gerade nur ein Grundriss. Wir müssen natürlich jetzt auch noch echt viel anfangen, mit Landschaftstools zu arbeiten. Ich werde jetzt hier auch erstmal noch viele, viele Bäume entfernen. Dann wieder später hinzufügen. Es geht gar nicht anders, weil wir halt die Landschaft wirklich anpassen müssen. So, wie es gerade am besten passt. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen die Landschaft höher, weil auf dem einen Bild sieht man ja ganz gut, dass hier eigentlich relativ nah am Weg, wo die Kurve ist. Oh, das ist natürlich gefährlich mit dem Wasser dahinter, ne? Müssen wir vorsichtig sein. Aber es geht da relativ nah am Weg schon ein bisschen höher, aber auch noch nicht so krass hoch. So ein Stück und dann wird es steiler. Ja, wenn wir das so machen, kommt das schon relativ gut hin. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wie hoch das hier insgesamt werden muss. Dürfen wir wahrscheinlich auch nicht zu hoch machen. Bei der Schleuse müssen wir dann gleich nochmal gucken. Mir geht es gerade eher nur um diese
Kurve hier, die ihr hier oben rechts ja auch gerade seht, hoffentlich. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht mal vergesse, sowas für euch einzufügen und dann die ganze Zeit davon rede. Könnte natürlich passieren, dann seid mir bitte nicht böse. Versuch's auf jeden Fall so gut, wie es geht, für euch zu schneiden, dass es schön angenehm ist zum Schauen. Wir haben übrigens in der letzten Folge über 500 Likes, Leute. Vielen, vielen Dank dafür, richtig krass. Ich mich mega gefreut. Ist auch mega motivierend, wenn Projekte so gut ankommen. Dann hat man gleich noch 10-mal mehr Spaß, das weiterzuspielen. Auch wenn es natürlich so schon der Spaß mega vorhanden ist. So, wir bestrippen jetzt hier auf jeden Fall mal ganz gut. Das auch auf jeden Fall gestrüpp, hier vorne. Ey, dass das Entferntool so groß ist, das nervt mich wirklich. Sollte zumindest so groß sein, wie das, das Tool zum Hinzufügen. Soll schon irgendwie ätzend. Also so richtig Bäume sind hier an dieser Kurve nicht. Da sind nur so Büsche, ne? Ich weiß gerade nicht, ob ich das ganz gut finde. Wir platzieren mal einfach hier so ein paar Bäumchen. Weil hier oben werden auf jeden Fall wieder Bäume drauf kommen. Dann schauen wir mal. Oha. Oha, das war too much. Will halt auch nicht so übertreiben mit Gras, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, so ist das schon ganz gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Also es sieht schon ein bisschen wie das Original aus. Ist natürlich nicht ganz perfekt, weil das hier noch so ein bisschen steiler eigentlich ist und die Büsche und sowas anders sind. Aber das können wir, glaube ich, nicht so gut nachstellen. Was mir jetzt natürlich als erstes noch so auffällt zu dem anderen Screenshot, ich kann das einmal für euch in groß einblenden. Also das hier haben wir eigentlich jetzt schon ganz gut hinbekommen hier auf der linken Seite. Aber hier muss das alles viel steiler noch werden. Es muss viel mehr hochgehen. Ich meine, ganz so krass steil wie hier können wir es eh nicht machen. Aber ich werde es natürlich versuchen, zumindest so ein bisschen hochgehen zu lassen. Hier diese komplette Wand müssen wir eigentlich anheben und dann alles so schön begrünen. Das wird später auf jeden Fall nicht ganz perfekt aussehen, weil wir im Hintergrund das hier noch dann haben werden. Normalerweise sieht man hier eigentlich nur Klippe, aber ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Wenn ich mir das so von der Distanz und Strecke angucke, ja, finde ich das eigentlich ganz cool hier. Ist auch ein cooler Bogen, so von der Schwingung her. Was mir auch noch aufgefallen ist, natürlich die Straße. Dieser Dirtweg ist auf jeden Fall viel, viel breiter als im Original, wenn man das mit den Autos vergleicht. Aber viel schmaler machen will ich das, glaube ich, nicht. Also wir könnten es auf jeden Fall noch mehr anpassen hier. Von der Schmalheit, aber dann wäre der Weg nur noch so. Wäre realistischer. Dann wird es von den Autogröße hinkommen. Können wir mal gucken, wie es aussieht. Hier vorne werde ich es auf jeden Fall nicht anpassen können, weil man das dann mit dem Gras hier nicht vernünftig machen kann, mit dem Wasser. Also so schmal wäre dann der Weg. Dann wäre es auf jeden Fall mehr am Original dran, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, ob ich es vorher nicht schöner fand. Aber ich glaube, wir müssen sowieso allgemein ein bisschen größer immer bauen als im Original. So, ich habe jetzt so eine Zwischenstufe gemacht zwischen dem, was wir vorher hatten und diesem schmaleren. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung, weil ganz originalgetreu können wir es nicht nachbauen. Ich glaube, der Maßstab wird überall so ein bisschen größer werden bei dem, was wir bauen. Es liegt aber auch einfach viel daran, dass die Tools sehr, sehr grob sind in Jurassic World Evolution. Also damit kann man halt keine wirklich feinen Arbeiten machen. Das ist halt dann immer ein bisschen störend. Aber ich denke mal, das ist schon so in Ordnung. Solche minimalen Arbeiten, dass das später gut aussieht, können wir sowieso noch machen. Und wir werden hier auch noch mehr Büsche und sowas am Rand machen. Aber ich werde jetzt erstmal hier, glaube ich, die ganzen Bäume entfernen. Und dann mal hier ordentlich versuchen anzuheben. Das wird jetzt ein ganz schöner Akt werden, glaube ich. Ich hoffe, ich mache mir hier nichts kaputt. Ich speichere nochmal lieber kurz vorher. So, perfekt. Und dann können wir das Ganze mal ein bisschen bewalden. Und dann könnte das schon ganz gut aussehen. Wir können jetzt natürlich jetzt hier wieder ordentlich austoben. Ist halt echt schade, dass man immer noch nicht steilere Klippen oder so bauen könnte. Das würde schon enorm helfen, dass wir hier viele, viele Sachen realistischer gestalten könnten von den Klippen und Bergen her. Aber wir machen das Beste daraus. Ich finde auch, dass wir bei dem Heli-Landepad viel, viel näher an das Original rangekommen bin, als ich es eigentlich gedacht hätte vorher. Also mit mich schon wirklich mega zufrieden. Echt schon nice geworden. So. Hier haben wir dann einiges an Büschen und Bäumen. Ja, teilweise können wir hier auch die Bäume so ein bisschen nach eigenen Ermessen platzieren, weil man das gar nicht so gut sieht auf den meisten Bildern. Also da können wir uns wirklich ein bisschen austoben. Ich will aber auch nicht übertreiben. Aber es ist, glaube ich, ganz schön, wenn wir hier mal so ein paar andere Büsche mit reinmachen, ne? Das habe ich jetzt so gar nicht bedacht, aber das sind auch alles Feinheiten, die kann ich später dann nur noch machen. Ist jetzt erstmal alles noch nicht so wild. Erstmal muss natürlich der Grundriss stehen. So, und hier müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier vorne das so ein bisschen glätten. Geht auch nicht anders, wenn wir das Tor hier wirklich hinmachen wollen.
will auf jeden Fall diese Kurve uns da nicht kaputt machen, weil die werden wir brauchen. Jo, die ist auf jeden Fall noch vorhanden, diese Kurve. Die will ich nämlich haben. Sieht man ja ganz gut. Und hier werden wir jetzt das Tor hin platzieren. Ich lasse mir das mal als Markierung hier, damit wir sehen, was Sache ist. Hier werden wir auf jeden Fall so ein Doppeltor machen. Ich glaube, hätten wir den Weg schmaler gemacht, dann wäre das von den Verhältnissen mit dem Tor auch gar nicht so cool geworden. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel auf die Screenshots hier achten. Ich glaube, ich blende die für euch auch aus. Ihr habt die ja gerade gesehen, die Screenshots. Und ja, es ist jetzt wirklich viel Eigeninitiative, weil wir bei dem Bauwerk halt nicht viel variieren können. Stellt euch jetzt mal vor, Jurassic World Evolution mit den Möglichkeiten von Planet Zoo. Wisst ihr eigentlich, wie lange ich an so einer Schleuse sitzen würde mit den Möglichkeiten? Da würde ich echt versuchen, jedes Teil so originalgetreu wie möglich nachzubauen. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall diesen Sound verwenden. Das ist nämlich der mit diesen Stromdingern oben. Seht ihr das? Hier diese Dinger, das hat man ja im Film auch so ein bisschen gesehen. Allerdings ist das nur ein Zaun in der Mitte. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier in die Mitte gehen mit dem Zaun. Ich weiß noch nicht, wie ich den Übergang mache. Doch, man sieht das aber ganz gut auf den Screenshots. Oh, ihr seht es ja gerade nicht. Also, ja, man sieht es nicht gut auf den Screenshots, aber man sieht, dass es wirklich so abgeht, wie ich es hier gerade baue. Ist ja auch egal. Glaubt mir einfach. Vielleicht habe ich es auch für euch eingeblendet im Schnitt. Wer weiß. So, es sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber viel mehr ist das gar nicht, wenn man ehrlich ist. Oh, hier ist sogar dieses Danger-Schild. Aber nur authorized only. Na, das eine ist jetzt leider geöffnet, weil der Jeep sehr, sehr nah dran ist. Aber so ist das im Prinzip hier. Der Zaun, den müssten wir eigentlich auch noch da weiter hochführen. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich bin halt noch am Überlegen. Ist halt sehr unspektakulär hier, aber was willst du machen? Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier nicht irgendwie noch so einen Mast oder so unterbringen. Einen schönen Strommast, der das Ganze quasi versorgt. Ich könnte noch überlegen, das Ganze hier oben oder sowas zu machen, im Wald. Wäre auch irgendwie interessant, ne? Und dann vielleicht einfach so einen kleineren Strommast hier nach unten zu führen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Man sieht es halt auf den Bildern nicht. Also ich werde es erstmal weglassen. Das sind, glaube ich, alles so Feinheiten, die ich später, wenn dann noch, ändern werde. Ich werde jetzt hier erstmal den Zaun so ein bisschen noch in den Wald führen. In der Hoffnung, dass nicht zu viel Wald kaputt geht. Weil der Wald, der Zaun verschwindet, glaube ich, im Wald, im Original. Deswegen machen wir jetzt erstmal einfach so. Damit ist eigentlich schon die Schleuse fertig. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch ändern könnte. Falls ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, möglichst viele Kommentare zu lesen, bevor ich mit dem Bau der nächsten Folge anfange. Kann ich aber nicht versprechen. Vielleicht sehe ich es auch erst zur übernächsten Folge. Bei mir leider momentan zeitlich auch alles ein bisschen knapp. Ich würde gerne viel, viel mehr Kommentare lesen von euch, aber ja, es ist immer schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich würde euch auch gerne mehr antworten und so auf Discord, aber dazu komme ich auch überhaupt nicht. Mir war teilweise echt leid. Was soll ich machen, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. So, das wäre jetzt die Schleuse an sich. Hier kann man sicherlich noch die ein oder andere Feinarbeit machen, dass es hier mit dem Wald ein bisschen schöner ist. Aber ich denke mal, das kann ich auch so machen. Werde jetzt hier unten dann einfach den Weg nochmal wieder normal weiterführen durch die Schleuse. Und hier so ein bisschen mit Gras und Büschen so ein bisschen arbeiten. Aber ich denke mal, das ist nicht so spannend für euch. Deswegen werde ich das rausschneiden. Oh, mir fällt gerade ein Negativpunkt an unserem Texture-Ding auf. Unter diesem Zaun kann man das den Boden nicht ändern. Kann man kein Gras machen. Ich meine, das ist gar nicht so negativ. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und dann andere machen? Oh, andere gehen. Okay. Klippen. Alles geht außer Gras. Na, gut zu wissen. Ja, gut. So, Leute, wir sind wieder in der Planung. Sorry, dass ich heute so oft dahin springe. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass wir zwischen der Schleuse und, wartet, ja, zwischen dieser Szene hier und dieser Szene her so ein bisschen Freiraum oder Spielraum haben, weil dazwischen eigentlich nichts wirklich ist, sondern ein Schnitt ist. Ich habe aber nochmal in den Film geguckt, das stimmt nicht ganz. Man sieht hier nochmal ganz gut, dass die wirklich über so eine lange Fläche fahren, die relativ grün ist. Also ist sehr, sehr viel Grün an den Seiten. Hier ist auch nochmal eine Wand. Also die fahren an so einer Wand entlang. Das heißt, hier müssen wir wieder Berg machen. Und auf dieser Seite ist das flach auf der rechten sozusagen von den Fahrern aus. Und man sieht, dass die wirklich etwas länger unterwegs sind. Also das heißt, wir dürfen diese Wiese hier nicht so nah an unserem, ja, an unserer Schleuse machen. Also das wäre unlogisch. Weil man sieht wirklich im Film, dass die länger unterwegs sind. Und die fahren eigentlich
zumindest auf den Bildern, immer zu ihrer Linken an so einer Klippe vorbei und rechts ist das Ganze flach. Also das heißt, wenn wir jetzt wirklich beim Film möglichst nah dranbleiben, müssten wir ja auch das Ganze versuchen so zu gestalten. Aber das Gute ist, wir haben ja sowieso geplant, dass diese Wiese eher später anfängt. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ach so, und so sieht das Ganze jetzt übrigens aus. Ich habe ja gerade noch mal so ein bisschen dran gefeilt und sowas. Ich finde das eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Also es sieht schon nice aus. Hier ist das Heli-Landepad, hier dann die Schleuse. Hab das Ganze jetzt auch mit den Bäumen und Büschen hier so ein bisschen schöner geregelt. Also hier enden einfach die Zäune, aber das sieht man eigentlich nicht. Ich würde gerne mal die Jeeps noch ein Stück hier wegfahren, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht können wir auch einfach mal durch das Schleusentor durchfahren. Wir können ja einfach mal wie im Film da so ein bisschen durchcruisen. Wäre, glaube ich, ganz cool. Fahren wir mal hier vorne los. Und dann können wir eigentlich mal die Strecke abfahren. Was haltet ihr davon? Ich meine, die ist jetzt noch nicht fertig, aber dann sehen wir ungefähr die Länge von der Strecke. Glaube ich, ganz nice. So, hier fahren wir lang. Dann geht es hier um die Kurve, die man im Film ja auch sieht. Hier geht es dann durch die Schleuse. Da steht sogar Danger, leider nur nicht 10.000 Volt. Auch nice. Und dann würden wir quasi vielleicht hier mit so einer kleinen Rechtskurve, wie es auch hier ist, dass wir hier noch ein paar Hindernisse oder so hinmachen. Vielleicht so ein paar Felsen oder sowas. Hier geht's lang. Jetzt ist die Frage, jetzt verlaufe ich mich wahrscheinlich. Also das Ziel wäre halt wirklich dann so ein bisschen da vorne, die Wiese. Das war halt so, glaube ich, auch von den Entwicklern gedacht. Aber ich muss wirklich sagen, dass der See von den Verhältnissen und von der Form her nicht ganz hinkommt. Würde man hier irgendwie langfahren. Und dass man dann hier irgendwo rauskommt, dass wir das Ganze so ein bisschen verschieben, dass es von der Seite her passt. Weil im Film an sich stehen die, glaube ich, ungefähr irgendwo da hinten. Ich glaube, irgendwo da oben müsste das sein oder so. Vielleicht gibt es ja auch diese Bäume, die das schon so ein bisschen markieren sollen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, aber das kommt schon ganz gut hin. Wenn wir das Ganze... Also wenn wir hier vorne stehen würden, würde das, glaube ich, ganz gut hinkommen. Also man sieht schon ganz gut, dass es in diese Richtung geht. Es ist aber nicht ganz perfekt und deswegen werde ich das Ganze auch anpassen. Das ist auch vom Verhältnis her viel zu groß. Ich meine, achtet jetzt mal bei dem Screenshot, ich mache ihn nochmal groß, auf die Brachiosaurier im Vergleich einfach zu dem Wasser. Wenn wir jetzt hier in-game einen Brachiosaurus reinpacken würden, wäre der einfach richtig, richtig viel kleiner. Und das würde einfach von den Verhältnissen gar nicht her passen. Ich meine, die Verhältnisse sind allgemein hier größer, wie wir arbeiten gerade. Aber das ist mir dann doch schon sehr viel zu groß, muss ich sagen. Also wir können gleich mal gerne Brachio freilassen und das mal testen, wie der im Vergleich ist. Können wir eigentlich mal eben machen. Und da schreit er und kriegt erstmal einen in den Nacken. Und gesellt sich gleich hoffentlich hier zu den anderen Dinos. Und da kippt er um. Boots. Voll auf dem Fahrrad drauf. Okay, Leute, ich zeige euch nochmal das Originalbild hier. Im Hintergrund hört ihr schon die Helikopter. Achtet jetzt auf jeden Fall gleich mal so ein bisschen auf dieses Ufer und achtet auf jeden Fall auf die Größenverhältnisse. Das heißt, den Brachiosaurus von der Größe her im Verhältnis zum Wasser. Das kommt nämlich bei diesem Gewässer, was wir haben, überhaupt nicht hin. Ihr könnt auch gerne auf die Paras achten hier von der Größe her. Ich werde nämlich jetzt einmal das Ganze umstellen. So. Und jetzt seht ihr das Ganze. Die trinken leider gerade da. Ihr seht. Aber wir können uns das nochmal angucken. Ich kann das Bild jetzt auch nochmal einfach oben rechts für euch eingeblendet lassen. Dann hilft das hoffentlich so ein bisschen. Vielleicht, wenn die Brachios gleich nochmal nach rechts laufen oder so, dass man das nochmal sehr schön sieht hier. Also das Gewässer ist auf jeden Fall viel zu groß. Und von der Form her kommt das auch nicht hin. Ich denke mal, das kann man hier schon ganz gut erkennen, ne? Die Brachios sind im Verhältnis zum Wasser einfach zu klein. Und auch von der Form stimmt das nicht. Also... ich glaube, die Entwickler von Frontier hatten schon so geplant, dass das Gewässer hier sein soll. Weil es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist mir auf jeden Fall nicht detailgetreu genug. Ich freue mich aber schon auf die ersten Dinos. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir in dieser Folge noch die ersten Dinos sehen. Aber die werde ich gleich wieder erstmal loswerden. Beziehungsweise ich könnte den auch einfach mal, warte mal, wir sind jetzt einfach mal freundlich zu denen und machen den einfach mal hier ein Feeder hin. Und dann sollen die einfach erstmal hier so ein bisschen ihr Leben chillen. Ist ja an sich nicht schlimm. Wird uns nicht umbringen. So, perfekt. Und dann würde ich fast sagen, dass wir wieder weiterbauen. Ich hoffe, ihr könntet es jetzt einigermaßen sehen. Ich konnte es euch hoffentlich einigermaßen gut zeigen im Vergleich. Ist immer echt schwierig, weil ihr leider keine zwei Bildschirme habt. Aber ich werde jetzt hier mal eben ein bisschen die Planung von dem Weg machen. Denke ich. Ich pinsel mal ganz kurz hier Gras hin. Weil ich diesen Weg schon gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Weiß aber nicht, ob wir noch viel, viel weiterkommen heute in der Folge. Ich nehme jetzt schon relativ lange auf.
Hab auch sehr, sehr viel für euch rausgeschnitten, muss ich sagen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber keine Sorge, Leute. Wenn wir mal in der Folge nicht ganz so viel schaffen wie heute, ich werde das Projekt versuchen, so regelmäßig wie möglich zu bringen, damit wir schnell vorankommen. Weil ich halt den Jurassic Park 1 möglichst schnell abschließen will. Damit wir auch mit weiteren Bauprojekten weitermachen können. Zum Beispiel Jurassic Park 2 oder Jurassic Park 3. Ja, die meisten von euch haben sich ja eigentlich alle drei gewünscht. Deswegen wäre das wahrscheinlich auch so das Beste. Ich fern mir hier mal einmal grob diese ganzen Büsche und so in den Weg. Ich weiß gar nicht, welchen Weg wir fahren müssen. Wir müssten eigentlich dann hier rumfahren, ne? Wenn wir zu der Wiese kommen, auf jeden Fall. Oder kommen wollen, auf jeden Fall. Fragst du, also ich glaube, wir müssen das Gewässer einfach komplett anders umbauen. Auch von der Richtung her, woher wir kommen. Also ich glaube, da bleibt uns gar nicht viel über. Ich will es auf jeden Fall, ja, detailgetreuer haben, als so, wie es jetzt hier ist. Aber den Weg an sich finde ich gar nicht schlecht. Wir müssen natürlich dann hier gleich noch erhöhen, damit es, ja, wie im Film ist, dass links halt von den Autos so ein bisschen das Ganze hochgeht. Und dann könnten wir auch eine Abzweigung quasi machen. Ist ja, glaube ich, auch gar nicht so doof. Ich meine, wir haben hier ja wirklich so ein bisschen Interpretationsspielraum hier, weil man da nicht so viel sieht. Und dann können wir später vielleicht hier oben noch irgendwas anderes hinbauen, was Sinn macht. Könnte man überlegen, dass man hier so eine Abzweigung macht. Das muss ja kein straighter Weg sein. Das wäre gar nicht schlecht, glaube ich, wenn wir das machen. Und dann geht es irgendwo hier oben lang. Das wäre dann so der Streckenverlauf. Ich hoffe, das kann man einigermaßen nachvollziehen. Boah, das sieht man eigentlich ganz gut. Hier geht es dann los, dann fährt man hier lang, hier lang. Hier hat man dann die Wahl und nach links geht es dann zu unserem See, der dann auf jeden Fall noch anders wird in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Und ja, da müssen wir dann mal schauen. Aber finde ich schon an sich gar nicht so schlecht. Ich muss nur jetzt noch ein bisschen die Landschaft hier gestalten, die halt dahin führt. Das muss aber auch alles noch nicht perfekt sein. Für mich ist erstmal wichtig, tatsächlich, dass wir die Schlüsselszenen alle so gut wie es möglich, so gut wie es geht nachbauen. Irgendwie habe ich heute Sprachfehler. Weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal hat man solche Tage, wo man die Wörter nicht findet. So, werde ich mal ein bisschen über. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht hier, muss ich sagen. Hm. Ja, es wird aber wirklich so sein. Also ich werde jetzt hier auch gar nicht so viel Kraft und Arbeit reinstecken. Das werde ich alles später, glaube ich, noch machen. So die Feinheiten, wo ich halt selber kreativ bauen kann, wie ich möchte. Weil es ist echt erstmal wichtig, dass alle wichtigen Szenen aus dem Film, alle Szenen, die man sieht im Film, dass die gut nachgebaut sind. Das ist das Wichtigste für mich. Weil ich will wirklich versuchen, den Park so cool und so detailgetreu wie möglich nachzubauen. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ich würde es, glaube ich, echt cool finden hier, wenn wir diesen großen Baum dahin bauen. Der ist sowieso ein Liebling von mir, der große Baum. Den feiere ich. Und eigentlich haben wir nach der Schleuse direkt jetzt sowieso erstmal ein bisschen freies Bauen angesagt, wo wir eh nicht wissen, wie das Ganze aussieht. Finde ich schon ganz gut. Hier nochmal ein bisschen Gras oben drauf machen, wo dann der Baum später drauf kommt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Machen wir das hier nochmal ein bisschen besser von den Übergängen. Hier können wir auch gleich noch Klippen und sowas machen. Würde man halt so unter dem Baum durchfahren, sieht es immer echt schwer, wenn man den platziert, leider. Versucht den mal so zu drehen, dass das nicht... Ah, so ist, glaube ich, ganz gut. So, hier würde man dann unten durchfahren. Das finde ich cool. Ja, das ist nice, Leute. Sieht schön aus. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Klippen hin, würde ich fast sagen. Das Ganze noch ein bisschen realistischer aussieht. Überleg gerade, ob ich hier auch noch so... Ja, warum nicht? Ein bisschen klippiger kann man das ja ruhig mal hier gestalten. Hier auch nochmal was hin. Und hier vorne können wir auch nochmal ins Wasser was machen. So. Da müssen dann aber auch noch ein paar Büsche und sonst was für Sachen hin, damit das Ganze cooler aussieht. So, ich glaube, ich auch nochmal ein bisschen Sand hin machen. Aber nicht so stark. Ich werde das nur ganz leicht machen mit dem Sand. Das gehen wir jetzt nochmal ein bisschen rüber hier. Dass man es so ganz leicht schimmern sieht. Ganz cool. Kriegen wir hier noch einen oder anderen Baum hin. Oh, die sind ja cool, die Bäume. Sind die neu? Der sieht so neu aus, der Baum, oder? Okay, der wird auf jeden Fall behalten. Definitiv. Den habe ich so noch nie gesehen, glaube ich. Kann das sein, dass ich es mir einbilde? Aber kann gut sein, dass er neu ist. Weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Wirklich keinen blassen Schimmer.
Also wir machen auch noch ein paar Büschchen hier hin. So Leute, der Jeep steht bereit. Hier ist nochmal unser Landepad vom Heli. Und wir machen jetzt nochmal eine kleine Rundfahrt durch das, was wir heute gebaut haben. Ist leider nicht ganz so viel geworden, wie ich mir vorgenommen hatte, aber das ist ja meistens so. Aber da ich das Projekt relativ regelmäßig versuchen werde zu bringen für euch, ist das, denke ich, auch in Ordnung, weil wir werden das hoffentlich einigermaßen schnell abschließen, weil ja noch Jurassic Park 2 und 3 auf uns warten werden nach diesem Projekt. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann an die nächste Schlüsselszene, nämlich diese tolle Szene mit dem Brachiosaurus und dem Gewässer hoffentlich. Freue ich mich schon mega drauf. Das Projekt macht mir mega viel Spaß. Ich finde es mega cool, dass es bei euch so gut ankommt. Das ist auch echt eine Motivation, richtig schön viel Arbeit und Zeit hier rein zu investieren. Weil wenn das Ganze bei euch gut ankommt, motiviert mich das natürlich. Also lasst ein Däumchen da, falls es euch gefallen hat, oder einen netten Kommentar. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und ich würde sagen, jetzt sind wir hier an dieser schönen Stelle. Mal gucken, ob wir noch Dinos sind. Ja, sind sogar noch Brachios und Paras. An dieser schönen Stelle werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Hat mir auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.